Kuckuck, ihr Briefmarkensammler, willkommen zurück zu Days Gone. Weiter geht's hier mit der Story. Er hat eine Mission, spüre ein Nero Forschungslabor, Feldforschungsteam auf. So, okay, das machen wir. Da fahren wir hin. Ich habe außerdem gerade noch entdeckt eine Hinweistafel auf dem Weg, wo wir gerade in der letzten Mission waren, nämlich hier. Bin ich leider dran vorbeigefahren. Müssen wir auch noch mal hin. Hätte ich mitnehmen können, mitnehmen sollen, habe ich leider verpeilt. Aber jetzt machen wir erstmal die Hauptstory weiter. Batsch. Diese Wege hier in diesem Camp verwirren mich schon so ein bisschen. Augenblick. Und natürlich ist es wieder Nacht, wie immer. Okay, den nehme ich gerade noch mit hier, den Baum. Last Lake an Deacon St. John. Hörst du mich? Ja, Ricky. Was ist? Iron Mike sagt, du wärst bereit, Besorgungen für das Camp zu machen. Aber nicht für Skizzo zu arbeiten. Ja, sowas in der Art. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also, komm zur Werkstatt. Whoa. Wir haben einen Job für dich. Ja, okay. Deacon Ende. Aua. Bin ich hier? Sollte doch mehr der Straße folgen. Na, wird's jetzt Tag? Das wäre ja mal geil. O'Brien, ich bin bei einer deiner Barken. Bei welcher? Was soll das heißen, bei welcher? Dieses Nero-Funkgerät hat doch GPS, hä? Ja, klar, dass das... okay, du bist bei den O'Lally Falls. Okay, gut, halt die Augen auf. Ein Mitarbeiter wird jeden Moment da sein. O'Brien, Ende. O'Brien? Oh, verdammt! O'Brien, kommen. Deine Freunde sind hier. O'Brien? Das sind nicht meine Freunde. Okay, geh zu Fuß weiter. Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Einen Peilsender verwenden? Nein, diesmal nicht. Ich verfolge ihn bereits. Folge der Forscherin. Sie soll ein infiziertes Subjekt untersuchen. Ein Freak, der in einer Höhle markiert wurde. In einer Höhle? Du willst, dass ich bewaffneten Nero-Typen in eine Höhle folge? Oh, das sind sie schon. Bist du in ihrer Nähe, kann ich ihre Daten abgreifen. O'Brien, Ende. Oh, Scheiße. Verdammt, was mache ich hier draußen? Ich arbeite noch an den Infos für dich. Frag nicht. Ich verschwende hier echt meine Zeit. O'Brien, Ende. Yeah. Team, bitte melden. Umgebungsalarm. Soll jetzt wirklich in diese Höhle gehen, ja? Ihr habt sie doch nicht alle. Hat das noch wer gehört? Ich hab das gehört. Ja. Ja, an ihr dranbleiben. Hey Doc, alles klar? Richtig, O'Brien. Sieht gut aus. Ich versteh's nicht. Leichter gesagt als getan. Das mit Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Was meinen Sie? Ich meine, der Virus ist, was er ist, oder? Nein, es ist ein wenig komplizierter. Jetzt! Okay.
Ja, ich bin Soldat. Und vor der Freakshow habe ich was gehört. Hab ich Biologie studiert. Also erklären Sie es. Wirklich? Bitte. Okay. Wir wissen es nicht genau, aber Bluttests zeigen, aktuelle Beweise legen nahe, dass sich der Virus über das Lymphsystem ausbreitet, reproduziert und Zellen in katastrophalem Maßstab angreift. Bleib an ihr dran. Genauer gesagt, er findet eine Reihe normalerweise schlafender Proto-Onkogene in einen aktiven Zustand. Krebs. Sehen Sie ihn an. Sehen Sie sich alle an. Sieht das für Sie wie Krebs aus? Vielleicht eine ganz üble... Nein. Nein, dies hier ist viel schlimmer. Was meinen Sie? Dieser Virus hat eine Mission. Die Freaks sind, wie sie sind, weil der Virus sie so haben will. Was soll das heißen? Das heißt... Was heißt das? Terrorismus? Sagen Sie das mal Absicht? Ich weiß es nicht. War es das schon? Ist sie fertig? Okay, ich mache lieber einen Abflug. Ja, was mit dir? Willst du nicht hinterhergehen? Was war das? Na, jetzt geht er doch wieder dahin. Leck mich doch. Oh, das war nicht... Das war nicht clever. Verdammt, da draußen ist was! Wer hat mich denn jetzt gesehen? Was zur Hölle machen wir hier draußen? Was man dir sagt, jetzt lass gut sein. Passt schon! Weg sind wir. Das war ja nicht so schwer. So, zurück ins Camp, sagst du. Ne? So soll es geschehen. O'Brien, kommen. Ich hab die Daten. Sehe ich da ein Symbol neben mir? Ne. Sie gerade. Danke, Drifter. Wovon zum Teufel redet da O'Brien? Von diesem Virus oder was auch immer das ist und was er anrichten kann. Verdammt, ich will wissen, was da los ist, O'Brien. Was machen die hier? Was zur Hölle macht ihr da? O'Brien? Okay, ich melde mich. O'Brien, Ende. Oh Mann, das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Wuhu! Wow, okay. Haltet sie in Schach! Ist zu Ende! Wir schaffen das! Endlich! Macht sie fertig! Auf ihr! Wow! Okay. Öffne Rohrbombe! Ich sehe dich da drüben! Das ist ein Drifter. Lass ihn rein. Was stimmt denn hier nicht mit euch? Wo ist der hin? Bin hier. Alles gut. Bin schon da. Na, was denn? Hey, Ricky, du hast einen Job für mich? Hey, Deke. Ja. Kennst du Shane Riley? Alle nannten ihn Red. Red Riley. Nie von ihm gehört. Lass mich raten. Rote Haare?
Was? Rote Haare? Nein, es waren die Stiefel. Er trägt Schlangenlederstiefel in einem furchtbaren Rot. Ein ziemlicher Hingucker. Ja, klingt so. Wie auch immer, er hat Besorgungen für uns gemacht, bis ihm eines Tages unsere Camp-Punkte nicht mehr gereicht haben und er einfach Lindsay Fuller erschoss. Wen? Lindsay war vor Blair für die Vorräte zuständig. Sekunde mal, er hat eine unbewaffnete Frau getötet? Oh, sie war bewaffnet. Sie hat noch nicht erwartet, dass er sie abknallt. Hörst du jetzt zu? Also, Red bringt sie um, klaut alle Vorräte und ist weg, bevor jemand mitkriegt, was passiert ist. War nicht zu finden. Ach, so ein Bastard. Bis jetzt. Er und seine Männer wurden bei Camp Pioneer gesichtet. Du musst nicht fragen, ich kann's nicht abwehren. Wenn jemand wehrlose Frauen tötet, ich weiß. Und ich wusste, du willst den Job. Ja, wie gesagt, ich erledige das. Was kannst du mir noch über ihn sagen? Nicht viel. Warte, er kaut Tabak. Er soll so abhängig sein, dass er Zigarettenstummel sammelt, den Tabak rauspult und ihn dann kaut. Ach, das ist ekelhaft. Jetzt habe ich zwei Gründe, ihn zu töten. Ja, aber sei vorsichtig, Deke. Hier ist Krieg ausgebrochen. Pfui, Teufel. Ich krieg das hin. Ja, das wird halten. So, auftanken tue ich mal gerade hier. Ich wollte jetzt reparieren, weil ich ja noch eine Trophäe offen habe. Und so und so viele Teile Schrott am Bike anbringen. Dafür muss man es halt hin und wieder mal selber reparieren. Wir sehen uns. So, was liegt denn an? Na, guck, das trifft sich doch ganz gut. Da wollte ich nämlich eh hin für diese Hinweistafel. Warum höre ich mein Bike nicht? Wo ist mein Motorsound hin? Okay. Mein Bike ist komplett leise. Ich habe ein E-Bike. Jetzt mal ohne Witz, warum habe ich keinen Motorensound mehr? Hm. Interessant. Eddie, hörst du mich? Deacon St. John an Lost Lake Krankenstation. Kommen. Deke. Hey. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Alles klar? Was gibt's denn? Buse. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Diesen Truther-Scheiß hält man ja nicht aus. Deke, Eddie meinte, du hast mir das Leben gerettet. Das Anti, sonst was besorgt. Weißt du? Ach, Usa, ich, war bestimmt lustig, mich festzuhalten, während sie an mir rumsägt. Weißt du noch damals, als Jack eine Truthahn zerlegt hat bei unserem letzten Treffen? Wie das Vieh über den ganzen Tisch gerutscht ist? Ja, Boosman, das weiß ich noch. Ich spür's. Wow, okay, wo kommt ihr denn jetzt alle noch her? Was ist denn hier los? Okay, wie war das? Ich spür es immer noch. Das Messer. Schlimmer als Ripper, wenn du nicht da gewesen wärst, um mich festzuhalten. Ich weiß nicht, was passiert wird. Ich weiß es nicht. Das ist erledigt, Loser. Das ist erledigt. Vorbei. Ah, Deke. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja, Eddie bringt mich um, wenn sie rausfindet, dass du aufgestanden bist. Ja, ich glaube, mein Bett ruft schon nach mir. Lost Lake meldet sich ab. Hör zu, Boozer. Scheiße.
Wow. Okay. Hörst du mich? Ja, Ricky. Bin gerade beschäftigt. Ich muss ein bisschen schrotzen. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte nur sagen, ich... Tut mir leid, was mit Boozer geschehen ist. Ja, ihm selbst tut's wahrscheinlich am meisten leid. Eddie wollte, dass du eins weißt. Hätte sie das Listenmesser nicht gehabt, würde... Hey, Ricky, ich bin bei Camp Pioneer und hier ist ein verdammter Krieg ausgebrochen. Was ist da los? Sind auch Leute von uns da? Nein, ich glaub nicht. Klingt, als ob sie Freaks abknallen. Keine Sorge, ich find den Kerl schon. Dicken Ende. Okay. Eigentlich will ich nur zu der Hinweistafel, mehr will ich gar nicht. So, das Wichtigste habe ich. Ah, geil, ja, wirf's genau vor die Kante, ey. Super Aktion. Er schießt zwar keine Frauen, aber er sticht sie von hinten. Er hat seine Prinzipien. Okay, was macht ihr beiden denn da oben? Drei sind sogar. Okay. Ja, macht ihr mal. Ich will euch gar nicht stören. Alles cool. Ich hab nichts zu tun mit euch. Ah, jetzt ist das scheiß Geländer im Weg. Ich will eigentlich nur den Typen markieren, der da gerade lang lief. Der fällt mir nämlich sonst gleich wieder in den Rücken. Kennen wir doch. Ihr habt Spaß, ne? Ihr habt Spaß.
Freaker! Die sitzen doch nur, die machen doch nichts. Das war's. Alles gut. Gute Nacht. Sieht. Stimmt, ne? Hier ist was. Siehst du irgendwas? Okay, Red, wo zum Teufel steckst du? Grabler. Oh, ja, sie töten Grabler. Okay, was ist das? Okay, ja, ja, Zigarettenstummel, ja. Okay. Wir haben Fährte aufgenommen. Stiefelabdrücke. Ah, die sehen aus wie die Art Spuren, die schicke Cowboy-Stiefel hinterlassen würden. Ein Stein. Ja, das war ein Stein. Und hier kommt noch einer. Hier ist doch was. Nein. Was. Ja, war knapp. Nein, 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 falsche Taste. Hier ist keiner. Hier draußen ist was. Freaks! So, wo geht's weiter? Da hinten. Ah, das ist Tabaksaft. Red Riley, du bist ein ekelhafter Typ. Mehr Stiefelabdrücke. Hier lang. Na, hier rennen aber noch mehr Leute rum. Yeah.
Ja, das ist ja auch doof da jetzt. Ne? Hier bist du. Hab ich dich. Mann, jetzt komm raus da aus deiner Deckung. Jetzt hab ich dich. Holzkiste. Was ist da drin? Nix. Oh, hey, fuck. Hey, wirf ihn vom Bike! Ha! Jetzt nicht stören. Oh, gut, Urin. Scheiße. Ja, wenn man muss, dann muss man. So, da geht die Reise. Lustigerweise kann er manche Türen mit dem Messer aufmachen. Wenn er jetzt zum Beispiel innen wäre, könnte er es aufmachen. Von außen aber nicht. Okay. Die haben mich entdeckt. Ja, ja, meine Gnade. Das wird dir gefallen. Oh, oh. Hol dir das Schwert. Was treibt ihr denn hier? Leck mich. Feuer frei. Du bist einfach erwischt. Also diese Sicht, die hilft mir jetzt echt schon weiter hier. Ja, fang auf! Da ist auch noch einer. Ist es jetzt gut? So, hier ist auch schwer bewacht. Dann wird er hier wohl drin sein, ne? Gut, dann müssen wir da jetzt irgendwie rein, sagst du? Wo zum Teufel hast du dich versteckt, Red? Er muss hier irgendwo sein.
Ich hab was gehört. Hier ist doch was. Da kommen welche! Ach, fuck. Ja, greif an! Da war jemand. Das war's. Da war doch was. Irgendwo hier soll er sein. Aber meine Überlebenssicht sagt, hier ist keiner mehr. Tja, aber hier ist doch jetzt keiner mehr. Hab ich ihn jetzt vielleicht aus Versehen schon getötet? Nein, ne? Dann wäre doch irgendwas passiert. Ich meine, so groß ist die Hütte ja jetzt auch nicht, ne? Ach, Kacke, hier ist doch nix. Die Hütten, durchsuche die Hütten, okay. Dann ist er wohl einfach nicht hier, sondern woanders. Kommen denn die... Oh, es schneit auf einmal. Kommen denn die Leute alle noch her? Tja, wo könnte der sein? Gucken wir da mal rein. Vielleicht in einer dieser Hütten, hä? Wo kommen die alle noch her? Ich hab doch hier so viel schon getötet. Lass mir nicht gefallen. Ich hab der Hand jetzt die Klappe. Der schießt dir ins Gesicht. Sie haben mir
Ich sehe dich da drüben! Oh! Wer war das? Ah, komm schon, Red. Komm raus. Scheiße, Drifter! Es geht um... Da ist er. Du brauchst das nicht mehr. Gut, okay. Das war Red Robin. Keine Ahnung, wie er hieß. Okay. Ich wollte es eigentlich sabotieren, aber na gut. Ich nehme Schrott für. Und Schrott kann ich gut gebrauchen. Was ist hier? Achso, das Ohr. Ja, gut, okay. Zurück zu meinem Bike. Was soll ich jetzt das fremde Bike nehmen und meins bleibt hier stehen? Ist ja auch blöd. Ricky, was gibt's? Ich wollte nur sagen, ich... Tut mir leid, was mit Musa geschehen ist. Ja, du selbst tut's wahrscheinlich am meisten leid. Eddie wollte, dass du eins weißt. Hätte sie das Listenmesser nicht gehabt, würde es Bruder jetzt aber weit und schlechter gehen. Komm ich da durch? Ja, das hat's wohl einfacher gemacht, ihm den Arm abzuschneiden. Jedenfalls, wir... hoffen, dass er es schafft. Das ist auch meine Güte. Hey, hör zu. Danke für deine Hilfe, Ricky. Ich muss los. Dicken Ende. Ihr Freaks. So, mach auf die Tür. Das Tor macht weit. Denn ich bin schon wieder breit. Sehen, was da geht. Hallo. Hey, hey Ricky, ich hab ihn erwischt. Deacon, das ist gut. Lindsay hatte ein paar gute Freunde. Ich sag's ihnen. Ja, okay, wir sehen uns dann, Ricky. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Du was? Ich schau mich mal um. Ist das okay? Ja, so gut wie neu. Ich bin hier, wenn was ist. So, wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt. Den können wir auch gerade noch verballern hier. Den hätte ich ja gerne. Erfordert 0 zusätzliche Fertigkeiten. What? Warum ist er dann gesperrt? Okay. Vielleicht bin ich in der Story noch nicht weit genug. Keine Ahnung. Das wäre merkwürdig. Dann gucken wir mal, was der Nahkampf noch so bietet.
Durch Treffer mit einem Stein zu betäuben, war nicht schlecht. Stiefel-Messer-Kombos riechen doppelten Schaden an. Den brauche ich unbedingt. Kann mich nicht entscheiden. Nehmen wir den. Vielleicht bringt diese Konzentration dann endlich mal was. Gut, okay Leute, danke fürs Zuschauen. Im nächsten Teil geht's hier an dieser Stelle weiter. Bis dann, adios, Kratos.